Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem wundervollen Studio. Freunde, ich chill hier gerade im Studio, beziehungsweise bin fleißig gerade dran, ein neues Video für euch zu schneiden. Ich vermute mal, dieses Video ist dann schon längst online. Ich hoffe, euch gefällt's. Es ist mal ein bisschen was anderes, ein neues kleines Format. Habe ich auch im Video angekündigt. Ich sehe es ja dann an der Bilanz, ob euch das gefällt. Wenn es gut ankommt, werde ich natürlich neue Videos produzieren, keine Frage. Aber Freunde, heute geht es nicht um den Videoschnitt, sondern ich will mit euch über diese Software reden, und zwar Rekordbox. Ich denke mal, viele von euch kennen dieses Programm. Also jeder, der mit Pioneer arbeitet und seine Songs beziehungsweise seine Tracks pflegt oder importiert oder exportiert, müsste sich schon mal mit Rekordbox auseinandergesetzt haben. Ich pflege hier meine Playlist. Ihr seht schon gut viele Tracks. Hier unten sieht man es auch nochmal. 377 Tracks für einen neuen Bounce Mix. Hier meine Hauptplaylist mit 1430 Tracks. Und natürlich spiele ich im Club nicht jeden Track ab, aber ich kaufe ja fast täglich neue Tracks oder lade mir irgendwelche neuen Tracks runter. Und ich will mit euch heute mal drüber sprechen, was macht mehr Sinn, wenn man ein Gig hat, das heißt, sei es im Club, sei es auf einer Geburtstagsparty, Hausparty, egal was. Was macht mehr Sinn? Soll man eher mit einem USB-Stick auflegen? Also, wie gesagt, meine Mucke ist ja auf diesem USB-Stick, also ich habe mehrere davon, aber auf einer dieser Sticks drauf. Das heißt, ich gehe zu dem Gig oder bereite meinen Gig vor, lade die Mucke hier drauf, stecke den in meinen Pioneer Controller, wenn wir auch gleich rübergehen, und spiele die Tracks dann damit ab. Oder macht es mehr Sinn, einen Gig zu haben und seinen Laptop mitzunehmen? Was die Vor- und Nachteile sind, werde ich euch gleich mal erzählen, beziehungsweise kann ich euch so aus meiner Erfahrung sagen. Bevor wir jetzt zu meinem DJ-Controller gehen, Freunde, kurze Werbung. Hier mein Twitch-Kanal. Ich werde jetzt versuchen, regelmäßig hier zu streamen. Hier Luis Dominguez, gerne mal abchecken. Link findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Warum jetzt auf einmal Twitch? Ganz einfach, Freunde. Auf Twitch haben wir viel mehr Möglichkeiten, über Musik zu sprechen, uns Musik anzuhören, weil Twitch und die GEMA haben irgendwie einen Sondervertrag, keine Ahnung. Man kann auf Twitch so gut wie jeden Track sich anhören, also im Livestream, ohne dafür gebannt zu werden. Wenn ich mich täusche, schreibt mir das gerne in die Kommentare, also so habe ich das mal gelesen. Und so können wir uns auch Festival-Tracks anschauen oder Videos anschauen. Ich kann eure Songs anhören, ich kann eure Remixe anhören. Deswegen schaut gerne vorbei. Wie gesagt, Link findet ihr unten. Und ich will mit euch, wie gesagt, über dieses Thema heute sprechen. Was sehr, sehr geil ist an Rekordbox. Also, wie gesagt, ich habe meine Musik. Wie sieht es denn hier schon wieder aus? Ich habe meine komplette Musik auf dieser Festplatte. Die ein oder anderen User, beziehungsweise die ein oder anderen Nutzer, die mit Rekordbox oder einer anderen DJ-Plattform arbeiten, wissen ja, wenn man sich einen Laptop kauft, geht irgendwann der Speicher aus. Egal bei wem, irgendwann kommt der Laptop an seine Grenzen. Deswegen habe ich von vornherein schon gesagt, hey, ich brauche auf jeden Fall eine externe Festplatte, wo ich einfach nur komplett meine Musikbibliothek abspeichern kann und abrufen kann. Und deswegen habe ich mir halt einfach so eine Festplatte geholt. Auf jeden Fall habe ich genug Speicher drauf, um meine Musik abspeichern zu können, ist ja klar, auf einer Festplatte. Und das Coole an Rekordbox, Freunde, also ich werde jetzt kein High-End-Tech-Video machen oder wie man da sagt, sondern ich werde es euch einfach so jetzt kurz abfilmen. Und zwar, ich habe hier meine Playlist hier an der Seite. Ihr seht schon, ich habe schon gut viele Playlisten. Und wenn ich sage, ich will jetzt die neuen Tracks, die ich hier reingezogen habe, auf meinen Stick haben, dann gehe ich einfach hier auf Sync Manager, tu mein Stick hier rein, wähle den Stick aus und lade die Musik hier rüber. Das Coole aber am Laptop zum Beispiel ist, ich habe die Möglichkeit, natürlich braucht ihr dafür einen Lizenzschlüssel, das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel einen neuen Pioneer Controller kauft, wie zum Beispiel meinen XDJ-RX2 oder die erste Generation oder einen komplett anderen vom Pioneer, habt ihr vielleicht mit viel Glück einen Lizenzkey noch dabei. Bei mir war er dabei fürs Auflegen selber, also für Rekordbox DJ. Das heißt, ich habe hier, wie gesagt, einfach meine Playlisten sortieren, pflegen, whatever. Ich kann einfach instant von Export, also von diesen Playlisten, in den Player wechseln. Das heißt, ich müsste dann einfach nur meinen Laptop
ja, meinen Controller anschließen. Dann könnt ihr von eurer Festplatte, also Festplatte muss auf jeden Fall dran sein, wo die Musik auch drauf ist. Wenn ihr die nämlich absteckt und einfach nur den Laptop so mitnimmt, dann habt ihr das Problem, dass die Songs nicht mehr erkannt werden, beziehungsweise ihr könnt sie nicht mehr anhören. Ihr könnt sie nicht in den Player verschieben und deswegen eine Festplatte dran lassen. Wenn ihr auch mit einer Festplatte arbeiten wollt oder eure Musik da abspeichern wollt. Und ich kann jetzt einfach sagen, gut, ich nehme jetzt den Track, ziehe den jetzt hier auf Deck 1, zack, und nehme jetzt den Track hier noch und ziehe den einfach auf Deck 2. Und ich kann hier auch nochmal die ganzen Decks verändern. Das heißt, vertikal, horizontal mit 4 Decks arbeiten. Aber ich glaube mal für den Anfang und für mich reichen 2 Decks vollkommen aus. Ich trinke jetzt noch kurz meinen Kaffee leer und dann switchen wir zum DJ-Controller, schließen mal den Laptop an und dann schauen wir mal, wie die Performance von Rekordbox DJ ist. Und genau, ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. So, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, also ich habe meinen Laptop hier hingestellt. Apropos, wer Interesse dran hat oder wen es interessiert, ich habe mir damals, also schon ein bisschen länger her, wo ich den Numa-Controller noch hatte, habe ich mir so einen Laptop-Ständer geholt von Adam Hall, also Marke Adam Hall. Finde ich mega, mega praktisch. Also wenn ich mit dem Laptop auflegen sollte, ist der auf jeden Fall Pflicht. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Kann man hier sogar an der Seite abschrauben, das heißt alles klein machen, einpacken und auf dem Gig einfach wieder zusammenbauen. Mit ja, Plug-and-Player einfach hier die Schrauben aufmachen. Ja, ich will mit euch heute einfach, wie gesagt, reden. Was macht mehr Sinn, entweder USB-Stick oder Laptop? Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt mal die Möhre an. Und zwar seht ihr schon, USB-Stick ist schon drin. Laptop ist auch schon angeschlossen bzw. aufgebaut. Hier hängt meine Festplatte. Und da kommen wir schon, Freunde, da kommen wir schon zum ersten sehr, sehr großen Nachteil. Und zwar, ihr müsst immer eure Festplatte mitnehmen. Ich finde es halt mega ätzend, immer so einen fetten Klunken da mitzunehmen und ja, musst du halt immer hier irgendwo hinlegen. Und das andere Ding ist, klar, ist jetzt nicht so schlimm, aber ihr müsst immer ein Kabel mitnehmen und euren Laptop damit verbinden. Dazu kommt noch, ihr müsst natürlich den Laptop unterm Gig, also wenn ihr den Gig habt, immer mit Strom versorgen. Das heißt, ihr müsst ein Netzteil auch noch mitnehmen für euren Laptop und dann könnt ihr eigentlich problemlos ja, mit dem Gig starten. Der größte Vorteil aber, Freunde, von einem Laptop, und so werde ich das jetzt auch in Zukunft machen, also habe ich mir vorgenommen, ist einfach, ich habe einfach eine viel, viel, viel bessere Übersicht. Das heißt, wenn ich auf einem Gig bin, sagen wir mal, ich bin im Club. So, jetzt habe ich meinen Laptop dabei, kann ich hier die Helligkeit einstellen und ich habe halt einfach hier eine viel, viel, viel bessere Übersicht und habe auch hier zum Beispiel bei mir in den Kategorien ja, die Bewertung noch mit reingepackt oder ausgewählt, damit ich sehe, welche Tracks sind gut. Ich kann die jetzt einfach per Drag and Drop hier nehmen und wie gesagt in meinen Player laden. Und ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt mal an. DJ-Controller wird schon erkannt. Play-Button, hier muss ich nochmal bestätigen. 1 für linkes Deck, 2 für rechtes Deck. Zack, ist mit dem Laptop verbunden. Und ich würde jetzt mal sagen, genau, hier sieht man es auch nochmal, Tracks sind schon reingeladen, finde ich halt sehr, sehr geil. Und ihr könnt halt so immer die Tracks nehmen und sagen, gut, wenn jetzt der zweite Track fast zu Ende ist oder ihr habt den ersten Track beendet, macht es gerade einen Übergang zum zweiten Track, könnt ihr schon mal weitersuchen und weiter durch eure Playlist scrollen und ja, einen neuen Track raussuchen. Das ist einfach der größte Vorteil, ihr habt eine bessere Übersicht, ihr könnt es einfacher arbeiten, ihr habt viel mehr Informationen über die Tracks. Ihr habt die BPM, die habe ich zwar hier jetzt auch, also auf meinem Controller sieht man zum Beispiel hier auch die BPM, die Wave und alles, aber ihr könnt halt über den Laptop, wenn ihr wollt, den Übergang machen oder einfach über das Display von dem Controller selber. Was ihr aber nicht vergessen dürft, also in jedem Club zu 99% oder zu 100% befinden sich Pioneer-Controller. Warum? Sie sind zuverlässig, sind, ich glaube, sogar Marktführer und fast jeder arbeitet mit Pioneer. Und das Coole an diesen Controllern ist, die sind einfach mit fast jeder DJ-Software kompatibel. Das heißt, nicht nur Rekordbox, sondern ich habe sogar noch Serato Pro, habe ich mir damals auch gekauft. Ich glaube, für einen Fuffi oder so, war irgendwie im Sonderangebot. Falls ihr ein Video haben wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Und genau, also wie gesagt, ihr könnt hier Tracks auswählen, Tracks hier reinladen, zack. Ich kann euch das so mal zeigen. Also ich nehme jetzt hier einen Track und ziehe den jetzt einfach mal auf Deck 1 und jetzt schaut mal auf das Display, was sich da verändert. Zack. Neuer Track wird reingeladen. Informationen habe ich auch schon alles. Die BPM, hier die Waveform. Ich habe halt, oder ich kann halt hier auch sehen,
wann setzt die Kick an, wo ist der Drop und so weiter. Und das ist einfach der größte Vorteil von einem Laptop. Ich werde jetzt in Zukunft auch mit einem Laptop auflegen. Warum? Ich feiere es einfach, wenn ich eine bessere Übersicht habe. Wenn es wirklich schnell gehen soll und ihr spontan irgendwo auflegen solltet oder sollt, nehme ich natürlich meinen USB-Stick mit, weil ich mit diesem Controller einfach so flexibel bin. Ich hatte zum Beispiel damals eine spontane Anfrage in einem Fitnessstudio, ob ich denn Lust hätte und spontan Zeit hätte, da aufzulegen, weil sie ein Event hatten und der DJ hat abgesagt. Und das, muss ich ehrlich sagen, Freunde, das ist eine richtig assi Aktion, wenn ein DJ zusagt und nicht rechtzeitig absagt. Das heißt, wenn euch irgendwas in die Quere kommt oder wenn irgendwas passiert, dann kann man trotzdem vorher, so gut es geht, natürlich absagen. Wenn es 2 Stunden vorher irgendwas passiert, ist klar, ist natürlich dann blöd gelaufen. Aber wenn der DJ sagt, nee, ich habe jetzt was anderes vor, ich habe doch keinen Bock, dann müssen die natürlich schauen, was machen wir jetzt, wo kriegen wir die Musik her. Und da es ein Kumpel von mir war oder einen, den ich kenne, der hat mich dann sofort angeschrieben und hat gefragt, hey Luis, könntest du spontan auflegen? Habe ich sofort meinen Stick mitgenommen. Mucke habe ich zum Glück einen Tag vorher schon mit neuer Musik gepflegt bzw. exportiert. Also die Musik habe ich auf meinen USB-Stick exportiert und habe halt so aufgelegt. Aber wenn ich jetzt in Zukunft in Clubs auflege, werde ich natürlich meinen Laptop mitnehmen. Was man auch beachten muss, wenn man jetzt in einem Club auflegt, ihr wisst, die Beleuchtung im Club ist sehr, sehr schlecht. Also alles sehr, sehr dunkel. Und wie gesagt, mit einem Laptop, Freunde, habt ihr super Übersicht, alles schön detailliert hier stehen. Und deswegen meine Empfehlung, falls ihr einen Laptop habt und eure Musik da pflegt, kauft euch auch ein Softwareprogramm, Virtual DJ, Serato Pro, vielleicht auch Recordbox DJ. Also wie gesagt, bei mir war im Lieferumfang die Lizenz dabei, hat mir der Verkäufer damals gesagt, weil dieses gute Stück ist auch gebraucht gekauft worden. Also ich habe es gebraucht gekauft, bin mega zufrieden, hat keine Macken, keine Schäden, hat nur ein bisschen Staub. Ich könnte natürlich auch, wenn ich jetzt meinen Laptop verbunden habe, kann ich natürlich auch so durch die Playlist scrollen, direkt über dem Bildschirm. Aber wie gesagt, wenn die Beleuchtung schlecht ist im Club oder wenn alles dunkel ist, klar sieht man die Tracks und sieht man die Informationen, was man braucht. Aber Leute, ganz ehrlich, so ist doch viel angenehmer, die Tracks auszusuchen und zu wissen, ah geil, was lege ich als nächstes auf. Geil, der Track ist gut bewertet, den habe ich gut bewertet. Den baller ich mir jetzt hier auf Deck 1 oder auf Deck 2 und los geht die Party. Und das Coole ist zum Beispiel, ich kann, wenn ich jetzt hier auf MIDI gehe, komme ich hier auf meine Playlist, das heißt Playlist auch vom Laptop. Wenn ich jetzt hier an dem Rad drehe, passiert auch hier was. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, über das Display eure Tracks auswählen. Ja, Leute, das war es jetzt eigentlich von diesem Video. Heute mal ja einfach so ein Vor- und Nachteil von einem Laptop und USB-Stick. Mein Hauptgrund war auch damals auch, dass ich einen mobilen DJ-Controller brauche. Das heißt, wenn ich irgendwo auflegen soll oder auflegen muss, müssen ist ja was anders, aber wenn ich irgendwo auflegen will und spontan irgendwelche Gigs zusage, bin ich einfach mit diesem Teil sowas von mobil. In den meisten Clubs sind ja irgendwelche CDJ-2000 und irgendwelche externen Mixer angeschlossen. Das heißt, die könnt ihr nicht einfach mal so einpacken und auf einen Gig fahren. Ich bin mobil, bin zufrieden, läuft wie eine 1. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, auf YouTube. Auch gerne den Kanal abonnieren. Bin echt mal gespannt, wie gut das andere Video bei euch ankommt. Also das andere Format. Weil ich hätte, wenn es wirklich gut bei euch ankommt, ich hätte so heftige Tracks noch für euch, die ich euch gern zeigen würde. In diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.